willkommen zurück am Moorhof mit der deutschen Mannschaft. Ihr habt ein zweitägiges Trainingslager hinter euch. Wie ist es gegangen? Wie hat es euch gefallen? Also bis jetzt gefällt es uns super. Wir spielen ja heute nochmal den Platz. Gestern haben wir das erste Mal gespielt. Wir sind erstaunt, wie gut schon die Grüns sind. Es ist Fairways sind wirklich klasse und wir haben Moorhof toll in Erinnerung. Ich habe hier eine European Young Masters erlebt, damals noch mit Rory McIlroy, und wir haben eine Europameisterschaft hier gehabt und wir haben den Platz immer in einem sehr, sehr guten Zustand gespielt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr anders wird. Es wird wieder toll. Du hast auch schon den Umbau unseres Clubhauses gesehen. Hier ist einiges neu. Wie gefällt dir das? Wie kommt das bei euch an? Auch das ist wirklich klasse. Also man bekommt so ein bisschen das Urlaubsfeeling. Ja, das muss man jetzt schon so ein bisschen runterdimmen bei der Truppe, die jetzt hier ist. Also sind alle so begeistert und finden das alles so schön, dass jeder hierher kommen will und jeder dabei sein wird. Wir sind jetzt hier noch mit 12 Spielerinnen, aber es werden halt nur 6 mitfahren können und es wird hier ein heißer Kampf entstehen. Ihr habt uns ja auch ein Gastgeschenk am Wochenende bereitet im Testspiel, Fußball-Testspiel Österreich gegen Deutschland, 2:1 verloren. Dein Herzensclub Frankfurt bekommt jetzt mit Adi Hütter einen österreichischen Trainer. Wie ist da zusammenfassend im Fußball im Moment deine Meinung? Also, da wir ja jetzt einen österreichischen Trainer haben, ja, muss ich, und das sage ich jetzt als alter Sturm Graz-Fan, ja, muss ich natürlich den Österreichern jetzt die Daumen drücken und auch bei der Weltmeisterschaft die Daumen drücken. Seid ihr überhaupt dabei? Nein. Okay, gut. Deswegen will ich dich nochmal daran erinnern, dass es nur ein Freundschaftsspiel war. Wir haben sogar Manuel Neuer ins Tor gesetzt, obwohl er jetzt seit ungefähr ein Jahr nicht mehr gespielt hat. Aber ich bin trotz der Niederlage guter Dinge, was unsere WM anbetrifft und auch was unsere Europameisterschaft anbetrifft dieses Jahr. Wir halten euch die Daumen, wir wünschen euch noch einen schönen Trainingstag heute und sehen uns dann bald wieder im Juli hier am Moorhof. Danke, Stefan. Danke, Gary.